Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Dojo-Fight. Ja, diesmal spielen wir Feuer, wie ihr schon sehen könnt, gegen den Epic Skill, der eben leider bei den normalen Zuschauer-Battles nicht teilnehmen konnte. Deswegen ist er jetzt hier dabei. Ja, er hat auch ein Liberlo, irgendwie fast klar. Oh, er hat auch einen Alola Knogger, ein Fiaro und auch ein Glurak. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr. Nein, wer von denen... Ich glaube, eine hatte Tarnsteine. War das Knocker, ne? Ich glaube, er war das, ja. Dann liegen wir mit ihm. Weil Tarnsteine kann hier sehr, sehr böse sein, ne? Aber kann gut sein, dass er das auch gemacht hat. Mal sehen, mal sehen. Oh, coole Ligakarte auch. Vor allem sieht die so schön voll aus irgendwie. So, ne, viel drin. Jo. Und er leadet mit Liberlo direkt. Ja gut. Oder auch nicht, ne? Puh. Ist halt die Frage, ob ich... Ich meine, ich habe was für Liberlo, was gut funktionieren könnte. Ich merke gerade, das Game laggt hier übelst, ne? Jetzt könnte es besser sein. Okay, ja, Tarnsteine. Ne? Ach so, okay, nee, passt eigentlich gut. Die Frage ist jetzt... Ja, wenn er mit Sprungfeder macht, wäre jetzt kacke, auf mein Los Polos zu wechseln. Der wäre eben gegen Liberlo gut. Aber jetzt auswechseln und auf... Nee. Ja, die Dynamax würde ich mir halt gern für eine Liberlo aufheben, ne? Den habe ich mich jetzt mal überreden lassen, mit ins Team zu nehmen. Mein Hass-Pokémon! Ja, er ist Flug. Nachher wäre, ja, Gestein, ne? Wenn wir es überleben. Wenn wir es überleben. Oh, easy. Und sieht aus, als hätte er nicht wirklich was Besseres. Oh, easy. Ich brauche Logok gar nicht. Oh, nice. Ja, dann werdet ihr diese spezielle Logok-Strategie wahrscheinlich erst beim nächsten Feuerbattle sehen. Das kann sehr lange dauern. Oder wir können es vielleicht noch ein bisschen nutzen, mal sehen. Aber wenn ich zu viel verrate, ne, dann weiß es natürlich der Nächste, der sich Team Feuer aussucht. Und die Tarnsteine ballern richtig rein. Ja, das, ja. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich mit einem Steinhagel den kille. Aber okay, Knogger hat zum Beispiel auch ein sehr interessantes Item, was alle Attacken von Knogger, oder was, die Fähigkeit? Fähigkeit oder, nee, das Item, glaube ich. Ja, was alle Attacken von Knogger, glaube ich, verdoppelt oder plus 50% macht. Also richtig krass, was da eigentlich an Schaden dazu kommt, ne? So, jetzt auch hier Jiraiya. Das ist, glaube ich, von Naruto, oder? Hm. Ja, die Fähigkeit. Ich wollte eigentlich Tastfluch und hab's voll verhauen. Der Kampfknochen. Der Angriffswert, genau, ja. Ich greife ja mit Angriff an. Ja gut, wir bleiben drin, ne? Der hat eh kaum KP mehr. Ein Knochenrang mal. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Habe ich noch nie eingesetzt. Dann wirft er halt... No, ich dachte, er wirft seinen richtigen Stock, ne? Wo so brennt. Ja. Schneller bin ich. In dem Fall habe ich irgendwas auf Speed gebaut oder so. Obwohl ich gemeint habe, ich war bei ihm Attacke, Attacke, KP. Ja, Leute, in dem Fall werdet ihr die Logok-Strategie diesmal noch nicht zu Gesicht bekommen. Schade irgendwie. Ich habe mich mega auf den gefreut, weil ich den echt cool gebaut habe. So. Ja, aber es wird bestimmt irgendwann wieder ein Feuerbattle kommen. Ne? Theoretisch, wenn wir hier jetzt 100 Battles machen,
18 Typen haben wir. Also so 5-mal circa müsste jeder Typ rankommen, ne? Eigentlich schon krass. Ich baue mir hier Teams mit dafür, dass ich dann 5-mal damit kämpfe. Ja. Aber macht Spaß, ist mega interessant. Okay, leider dann halt ab und zu doch ein bisschen, dass man die gleichen Pokémon hat, ne? Wie er jetzt auch halt Glurak hatte, auch Liberlo hatte, auch Knogger hatte. Aber ja, trotzdem sieht man wieder, was ein Lied machen kann, was Tarnsteine machen können, was EVs und DVs machen können, was gut sein kann, ne? Ich muss jetzt schauen, dass er... Ja, schaut, ich bin auf Angriff, Angriff. Ich bin nicht auf Init. Das heißt, wenn mein Knogger schneller war wie seins, dann war es entweder, weil wir beide gleich schnell waren und es hat halt, ich hatte halt Glück, ne? Oder? Jetzt habe ich den Faden verloren. Antikraft. Gehen wir in die Diner gerade auch, ne? Dass wir die Diner noch gemacht haben. So. Das will ich mal sehen, ne? Der ist... Achso, ne. Ich bin schon wieder so lost. Ich wollte gerade sagen, der Liberlo ist Giga Dynamax. Aber ich habe ja gar nicht Liberlo hier. Ich habe Ami hier. Draußen auf dem Feld, ne? Cool irgendwie, dass ich Logo noch überhaupt so als geheime Karte, ne? Als Joker in der Hinterhand. Jo, kommt noch ein Sandstürmchen zum Schluss. Ist immer gut, ne? Ja, ging jetzt recht schnell, ne? Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass Knogger Liberlo so gut wegkickt. Ja, wahrscheinlich halt wegen seinem Item oder so, ne? Das halt könnte gut sein, ich weiß es nicht. Ja, kannst du ja sonst mal schreiben, ne? Ob du EVs, DVs, DVs vor allem wenigstens die gemacht hast, so, würde mich interessieren. Ob der Liberlo jetzt eher schwach war oder ob ich halt einfach so viel Schaden gemacht habe mit dem Teil. Ich wüsste es nicht, ja. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und fürs Mitspielen, war wieder mal sehr interessant und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi Bambüssi!